Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Es ist 19 Uhr, wir haben die 10-Euro-Überraschungsshow für Sie wie jeden Abend. Die ganze nächste halbe Stunde werden Sie Produkte sehen, die alle nur 10 Euro kosten, die bis vor wenigen Sekunden noch viel mehr gekostet haben und die in 2 Stunden, so lange haben Sie Zeit zu bestellen, wieder deutlich mehr als 10 Euro kosten werden. Aus all unseren Sparten, Rebecca, wir wissen nicht, was kommt. Nee. Wir lassen uns überraschen und die beiden Frauen, Damen werden uns jetzt die Produkte reinbringen. Ja, wir lieben Überraschungen und deswegen buzzern wir die Mädels auch direkt mal hier zu uns auf die Bühne. Dank, guten Abend. Guten Abend, meine Lieben. Darf ich auspacken? Mal. Aber natürlich. Aber nur du, ne? Mhm. Vorsichtig. Aha. Ist das für den Laptop? Das ist für den Laptop. Es ist ein ultraleiser Laptop-Kühler. Wie gut ist das denn? Kannst du das schon, Moni? Ja. Das ist ja super praktisch. Ja, vor allem bei dem Wetter jetzt. Vor allem mit dem Klappfunktion hier, ne? Dann kann ich das ganz einfach hier mal aufstellen, zum Beispiel im Bett. Ich bin auch so ein Kandidat, ich weiß nicht, wie es euch geht, mal mit dem Laptop ins Bett und da schöne Serien gucken zum Beispiel oder so. Oh ja. Oder ein Film. Ja. Das liebe ich. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel, wenn Laptop steht, so lange Zeit ohne Luft, ja. Das wird schon ihm schlecht, ne? Ja, das ist nicht gut für den Laptop. Wenn er dann so heiß wird, richtig? Genau, weil er überhaupt keine Luft kriegt. Und gerade wenn er so auf der Bettdecke liegt, dann ist er ja umhüllt von der Bettdecke. Da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass der Lüftung bekommt. Das verlängert die Lebensdauer Ihres Laptops und braucht natürlich auch viel weniger Energie. Okay. Auch mal so einfach, jetzt gerade bei dem Wetter, werden die sehr, sehr heiß, diese elektronischen Geräte. Und das ist gut, wenn die extra Kühlung kriegen. Ich habe hier noch was entdeckt. Fußchen. Du kannst es in verschiedenen Stufen einstellen, ne? Ja, aber das ist nicht meine Entdeckung. Meine Entdeckung sind hier die 2 USB-Slots. Ach, der hat er auch noch? Wow. Ja. Ach, guck mal, ja, zusätzlicher USB-Ausgang zum Anschluss zum Peripheriegerät. Also, der wird einfach in den USB-Port Ihres Laptops gesteckt. Dadurch kriegt er seinen Strom. Aber Sie haben den Port trotzdem noch zur Verfügung, weil Sie da einen zusätzlichen noch bekommen. Unglaublich toll hier, für Notebooks bis zu 17 Zoll geht der, also bis zu 43,8 cm. Mit 2 großen Ventilatoren und blauem Licht, das macht das dann auch nochmal so schick. Ne? Mhm. Also das richtig klasse, halten Sie ihn immer angenehm kühl. Mit ganz, blauem ganz Licht, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Ja, wenn der Strom hat, dann leuchtet der so dunkelblau. Wow. So ganz elegant. Ich weiß, dass das nicht nur romantisch ist, sondern ich kenne diese leuchtenden Tastaturen und so, die sind ja auch total im Trend. Ne? Ja, ja. Und diese leuchtenden Mäuse, wenn du das noch mit dazu hast, das passt ja perfekt. Ja. Nein, du bist cool. Ja, dann bist cool. Du cool und dein Laptop ist auch cool. Ich will cool sein, also ich nehme das auch dabei. Ja, aber wirklich cool. Weil mit diesem Decker, wie hast du schon das früher gesagt, dass bei diesem Wetter, dass es schon heiß, dann du hast deine Decke noch und dann von diesem Laptop kommt schon Heizung, ne? Ja. Und das kannst du schon vergessen, einen Film gucken. Aber es sieht cool aus, ich glaube, dass es, sie können auch für sie, für ihre Partner oder Partnerin kaufen, auch für Kinder, ja, vielleicht sie lieben das auch ein bisschen im Bett oder auf dem Couch das gucken und das einfach sieht gut, du kannst es auch auf dem Tisch nutzen, ne? Weil das da sind unten noch diese Halterungen dran, dass der also auch nicht runterrutschen kann. Und dann kann man da perfekt dran arbeiten. Man kann eben die Tastatur sich im richtigen Winkel hinstellen. Unglaublich toll. Und ich finde, im Sommer, also mindestens im Sommer, sollte jeder so einen Kühler haben, weil es halt den Laptop da nochmal zusätzlich kühlt und schont und damit die Laufzeit, die Lebensdauer Ihres Laptops eben verlängert. Es gibt also nichts Schlimmeres, als den Laptop zu haben und plötzlich geht er aus, weil er zu heiß geworden ist. Das ist nicht gut für die Laptops. Nur 10 Euro, sehr, sehr leise, mit der Bestellnummer HZ2766 und der 569 können Sie bis zu 5-mal bestellen. Also vielleicht einen fürs Schlafzimmer, einen für den Schreibtisch, einen fürs Sofa und vielleicht noch Ihren Partner oder Ihre Kinder. Für was ist diese Rolle? Diese Rolle, damit kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Ah. Hier steht, du kannst noch verschiedene Kühlungsgeschwindigkeiten einstellen. Ja, super, ne? Du bist so clever, Ingo. 90% unserer Kunden lieben dieses Produkt und wird sehr gerne bestellt, aber für 10 Euro nur.
Das ist unglaublich. So ein tolles Gerät, so eine praktische Unterstützung im Büroalltag oder auch Alltag einfach nur zu Hause. Mittlerweile hat ja so gut wie jeder auch einen Laptop zu Hause, ja, ist ja auch den so man praktisch, schon möchte. Ne? Ja, ja. Man kann dran arbeiten, man kann Spiele dran machen, man kann Filme drauf gucken. Das ist ja so, gibt ja so schöne Services heute. Da will man natürlich, dass man lange was hat von seinem Laptop. Deswegen kühlen Sie es ganz einfach. Angenehm hier mit diesem tollen Laptop-Kühler und Ständer. Weiter geht's. Schöner Start, ne? Der güldene Umschlag für mich. Vielen Dank. Guck mal, das passt zu deinem Outfit, Monitschke. Stimmt. Ah, das ist so ein Getränkespender, ne? Ach, sehr praktisch. Ein Getränkebehälter für Kühlschrank mit Zapfhahn. Das heißt, du hast immer kühles Wasser im Kühlschrank und musst gar nicht mal eine Flasche rausnehmen. Wasser. Nicht einfach Wasser. Du kannst zum Beispiel Limonade, Saft, das ist zu süß. Limonade, zum Beispiel Wasser mit Zitrone, mit Minze, mit Beeren, mit alles. Das ist wirklich, wirklich cool. Oder Eistee zum Beispiel. Ja. Eistee, ne? Mit Peach. Mit Pfirsich. Oder Gurkenwasser. Gurkenwasser. Ist sehr erfrischend. Ich habe das mal im Wellnessbereich in so einer Sauna gehabt. Da haben die kaltes Wasser mit Gurkenscheiben drin gehabt. Das hat so angenehm. Noch ein bisschen so Pfefferminzblätter dazu. Richtig. Vielleicht noch Pfefferminzblätter dazu. Lecker. Das steht optimal im Kühlschrank. Nimmt ganz, ganz wenig Platz weg, weil es eben so schmal ist. Schauen Sie mal, wie schmal das ist. Und dann haben Sie hier oben diesen Hahn. Kleine Nase. Mit denen Sie das dann eben... Wisst ihr, was ich immer mache? Ich nehme immer so diese blöden Eiswürfel aus dem Kühlfach raus, wenn ich im Sommer ein kaltes Getränk haben will. Ja. Aber das ist immer ein Heckmeck, ne? Musst du immer wieder auffüllen, musst du dann wieder ins Kühlfach tun, dann verschüttest du alles, genau, und musst warten. Richtig. Dann finde ich das hier eine sehr, sehr gute Alternative für mich. Ja, du kannst es auch mit nach draußen nehmen, ne? Ist ja wirklich... Das natürlich kann alles sein. Ne? Das kann auch, ich weiß nicht, für Erwachsene auch Alkohol sein. Wein. Ja. Weißer, kalter Wein. Kalter, trockener Wein. Für mich und da kann passt gar nicht auch Rudel. Richtig viel rein. Ne? 3 Liter passen da rein. Ich finde, das sieht gar nicht danach aus. Und es ist echt schön gemacht hier. Also es ist richtig klasse gemacht hier. Schließt auch luftdicht ab hier, also dass das keine Gerüche raus oder reingehen. Und das steht dann einfach im Kühlschrank. Und wann immer Sie einen kühlen Drink haben wollen, gehen Sie einfach zum Kühlschrank, öffnen den Hahn und kriegen die Erfrischung, die Sie jetzt brauchen in dieser Hitze. Also wir haben Ihnen ganz viele Tipps gegeben, wie Sie diesen Zapfhahn bzw. Getränkebehälter mit praktischem Zapfhahn füllen können. Damit sparen Sie übrigens auch Müll und viel Platz, weil Sie müssen nicht Millionen Plastikflaschen zu Hause horten. Und ganz wichtig ist natürlich bei diesen heißen Temperaturen aktuell viel, viel trinken. Die Bestellnummer ist die ZX6145 und die 569, dann kommt das auch für nur 10 Euro zu Ihnen direkt in den Kühlschrank. Das ist eine Katalogneuheit vom letzten Katalog gewesen. Ah ja. Haben wir mal vorgestellt in so einer Sendung, eben auch als Getränkespender für heiße Tage. Ist optimal. Ja. Sehr, sehr schön. Auch ganz einfach zu reinigen. Einfach in die Spülmaschine stellen. BPA-freier Kunststoff. Auch richtig, ja. Also ganz tolles Produkt wieder. Vielen Dank, Moni. Bitteschön. Ich habe den goldenen Umschlag. Diana lacht sich kaputt. Ich bin gespannt, was da drin ist. Musik. Ja. Aber ein Weltempfänger. Was ist das für Musik? Ein Weltempfänger für 10 Euro. Das müssen Sie sich mal überlegen. Damit kriegen Sie nicht nur UKW, UKW und Mittelwelle, sondern auch noch Langwelle hier und Kurzwelle. Damit kann man Sender von weit, weit weg empfangen. Wenn Sie vielleicht irgendwo im Urlaub gewesen sind und möchten das Radio noch mal hören von der Gegend, wo Sie gewesen sind, kann man das damit machen. Das ist ein Weltempfänger für 10 Euro. Sehr klein, sehr kompakt. Wir haben keinen Empfang hier im Studio. Ja, haben wir hier nie, ne? Hier im Studio können wir es leider nicht vorführen, weil wir hier natürlich hermetisch abgeriegelt sind. Da kommen keine Radiowellen durch. Aber ein tolles Produkt hier. Guter Sound und Design, finde ich auch. Guck mal. Also mein Opa hatte so ein Radio immer in der Küche und in der Werkstatt. Ja. Mhm. Ich finde, da gehört so ein Radio auch hin. Standardmäßig. Ja, vor allem, ich höre so gern Radio. Ich höre wirklich viel Radio. Und das im Auto natürlich, aber auch zu Hause. Und hier hat man eben ein portables Radio. Es hat da hinten noch diesen Griff dran, dass man es also überall hin mitnehmen kann. So ein Tragegriff, ne? Und dann kann man eben mal in der Werkstatt oder in der Garage oder im Schrebergarten oder am Strand oder am Baggersee, überall kann man hier wirklich toll hören. Super gemacht hier.
Ja, Musik ist immer schön, ne? Als Begleitung zum Arbeiten beispielsweise oder um mal Informationen zu bekommen. Ja. Was hörst du so gerne? Hörst du lieber Musik oder worum geht es dir beim Radio hören? Ich höre gerne so einen Mix. Mhm. Also ich höre gern so... Auch mal neue Sachen, ne? Die man vielleicht nicht so oft hört. Das ist es ja. Da entdeckst du ja neue. Du informierst dich und entdeckst auch neue Musik, die man sonst nicht so hören würde. Den hier kann man wirklich überall hin mitnehmen. Ein ganz tolles Radio, hat auch einen Kopfhöreranschluss noch. Und kann man dann auch sogar an die Stereoanlage anschließen. Ja, super. Was kannst du da anschließen? Du kannst ihn an die Stereoanlage anschließen, über den Kopfhörerausgang. Sehr gut. Ein analoger 20-Band-Weltempfänger mit der Bestellnummer ZX1730 und die 569. Der Christian aus Geldern schreibt auch, ein kleines praktisches Radio, gut geeignet für Spiel, Sport und Freizeit. Es lässt sich kinderleicht bedienen. Und die Rauschunterdrückung selbst bei lokalen Sendeeinstellungen ist optimal. Auch beim Camping ist es ja super, so ein Radio zu haben. Camping, ne? Da, gerade wenn du jetzt zum Beispiel keinen Fernseher hast und aber die Fußballspiele mitverfolgen willst. Ach, ne? Fußball, natürlich. Samstag haben wir das, mein Papa und ich in der Garage. Ja? Ja, er hat das Auto gemacht, ich habe mein Fahrrad gemacht und haben dabei über Bundesliga gehört. Ach ja. Konferenzschaltung. So, ich will weitermachen. Ich drücke auf den Buzzer. Und hol uns die nächste Überraschung rein und den nächsten Preisalarm. Beziehungsweise, was heißt nächster Preisalarm? Den gibt es nur einmal in dieser Sendung. Ist nämlich ein ganz besonderes Produkt, was ganz radikal runter reduziert worden ist. Deshalb bitte nur einmal pro Besteller hier zugreifen. Und ist ein super praktischer Dosenöffner. Jetzt aber nicht nur irgendein Dosenöffner, sondern ein Sicherheitsdosenöffner, der auch sehr, sehr schick ist, muss ich sagen. Sieht im ersten Moment nicht nach einem Dosenöffner aus, macht es Ihnen aber ganz, ganz leicht, die Dosen zu öffnen. Müssen Sie einfach nur ansetzen und der Rest passiert von ganz alleine. Ne? Diana, du kennst den auch sehr gut. Du hast recht, ja. Zum Beispiel, ich esse sehr oft Tuna in Dosen oder zum Beispiel auch für Haustiere, die sind Katzen, Futterdosen. Isst du auch gerne? Du isst Haustiere? Nassfutter, Hundefutter. Ihr seid witzig. Guck mal, auf jeden Fall. Wenn sie machen diese Dose auf und dann, du nutzt nur die Hälfte, ne? Und dann, du kannst auch schließen die Dose. Echt? Das wieder verschließbar. Das bedeutet, wenn das steht im Kühlschrank, das riecht nicht so schlimm. Ja. Ne? Und natürlich, das bleibt länger frisch. Also ich finde dieses Produkt sehr, sehr gut. Ja, es liegt daran, dass die Kanten abgerundet werden, automatisch. Dadurch können Sie den Deckel wiederverwenden, aber müssen sich auch nicht wehtun an diesen Kanten. Ne? Diese scharfen Kanten, die kennt man ja. Ich hat glaube, sich jeder von uns schon jeder Zweite hat schon... Meinst du jeder? Ich glaube jeder. Statistisch. Hast du dich schon mal dran geschnitten? Ja, auch. Und tatsächlich war das so ein Dosenöffner, wo du schon also so eine Lasche dran hast. Ich koche sehr oft. 100% der Besetzung hier hat sich schon an Dosen geschnitten. Der rundet die Kanten eben ab und schneidet die Dosen von außen. Deswegen haben wir da diesen Deckel, den wir auch wieder raufsetzen können. Oder zum Beispiel, wenn du isst Ravioli zum Frühstück. Ja, das kannst du auch. Das kriege ich jetzt immer wieder um die Ohren. Das ist unser Insider mit, weil... ich habe das einmal gesagt in der Sendung, dass ich als junger Mensch, 16, 17, bei Baggersee, haben wir halt mal Ravioli zum Frühstück gegessen, kalt aus der Dose. Lecker. Doch, aber ich finde die auch richtig lecker. Ja. Mit Mayo. Gut, ne? Ja, doch. Ja, und das Schöne ist, dass dieser Dosenöffner auch sehr hygienisch ist, weil vielleicht kennt man das von anderen Dosenöffnern, ne, dann hast du die ganze Suppe irgendwie so dran, das passiert ja auch nicht. Ja, diese Fischdosen, weißt du, die lassen so einen Nippel, den musst du aufziehen und dann macht so pack, so am letzten Eck und man ist über und über besprenkelt mit Tomatensauce. Passiert hier nicht. Einfach raufsetzen, Knopf drücken, er macht die Dose, können Sie daneben stehen, brauchen Sie nicht mal anzufassen, er macht die Dose von ganz alleine auf hier, unser elektrischer Dosenöffner. Hier für nur 10 Euro können Sie auch bis zu 5... Nee, ist der Preisalarm, ne? Preisalarm, genau. Preisalarm, das heißt, den dürfen Sie nur einmal bestellen pro Besteller, bitte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Es geht um den Dosenöffner, ja, habe ich gehört. Bestellnummer, bitte sagen. Die Bestellnummer sage ich Ihnen gerne, das ist die ZX7132 und die 569. Lohnt sich auch mal, den ollen alten Dosenöffner zu ersetzen, vor allem zu dem Preis jetzt, 10 Euro. Schauen Sie mal bei pearl.de, da liegt der Preis nämlich normalerweise bei knapp 24 Euro. Sie sparen da über die Hälfte jetzt in diesem Moment und in den nächsten 2 Stunden noch. Aber Sie können auch
ruhig direkt jetzt zum Hörer greifen, die Artikelnummer durchgeben, weil wir alle Bestellungen über den Tag hinweg sammeln. Das heißt, Sie können immer direkt gerne zum Hörer schlagen und nochmal bestellen und nochmal bestellen. Nochmal bestellen lohnt sich vor allem hier bei der 10-Euro-Show. Ne? Da kann man den Warenkorb nochmal richtig schön füllen. Bezahlt nämlich nur einmal Versandkosten. Das ist das Tolle daran. Dass wir, also wirklich, Sie können jederzeit, wenn Sie was sehen, einfach anrufen. Mhm. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Ein toller Preisalarm. Also für 10 Euro habe ich den auch noch nicht gesehen. Den fand ich auch richtig super. 10 Euro für einen elektrischen Dosenöffner. Bitte schön. Vielen Dank, Moni. Was für eine schöne Farbe. Was hast du mitgebracht? Nochmal was mit der Küche und Essen hier. Oh, Apfelschneider. Oh. Der sieht ja richtig professionell aus. Oh, keine Angst. Aber er kann das machen. Ne? Ich kann das. Nein, den würde ich niemals werfen. Der Nee, das ist bitte zu gefährlich. Schön. Den reiche ich lieber. Messer. Das ist ein Apfel- und Kartoffelschäler oder Möhren, oder egal Zucchini. Was Sie einspannen. Zucchini. Wie funktioniert das jetzt, Diana? Guck mal, du machst diesen Apfel rein. Mhm. Ja? Dann du musst diesen Teil so ein bisschen pullen. Mhm. Das ist der Schäler. Richtig. Ah, das ist der Schäler, okay. Und dann einfach, weißt du, diesen... Ah, dann wird das automatisch festgehalten? Wie heißt das? Wird gedreht und dann eben... Drehorgel. Wie? Drehorgel. Richtig. Dann du drehst einfach und dann kommt diesen Haupt von Apfel weg und du hast nur diesen Apfel. Wir haben Video, ja, wir können das natürlich zeigen. Leider haben wir keinen Apfel im Studio, ja. Wo ist Basti? Wo ist Basti? Guck mal, zum Beispiel so. Basti ist unser Apfelbeauftragter hier hinter den Kulissen. Und guck mal, diesen Apfel, dann sieht so aus. Das ist wirklich cool, dass immer wenn du stellst das auf dem Tisch, das auch ist richtig dekorativ, ne? Ja. Da essen Kinder wieder Obst, ne? Ja. Ist ja immer schwierig sonst, dass sie eben nicht ihre Süßigkeiten essen, sondern mal was Vernünftiges. So ein Apfel, wenn man den aber selber so, mit dieser tollen Maschine schält, ne? Sieht super lecker aus. Und der hat so einen Saugnapf, den Sie richtig fest auf Ihrem Küchentisch festmachen können. Ist also super stabil, komplett aus Metall. Und das für 10 Euro. Qualität. Ich habe gehört, du backst gerne, Ingo. Ja. Es gibt ja diese Apfelkuchen, ne? Ich weiß auch, wie mein Opa richtig viel geschält hat immer und sich abgemüht hat, um seinen Apfelkuchen zu backen. Das ist die größte Arbeit daran, ja. Mhm. Das spart unglaublich Zeit. Guck mal, wie einfach das geht hier. Es geht so einfach schnell, einspannen, ne? Und dann kannst du dieses Messer dazu schalten, dann kriegst du auch noch diese Chips vor, also diese Spirale. Das ist natürlich noch mal toller. Kann man also richtig tolle Küchensachen mitmachen hier. Mit diesem Apfelschäler. Und der kostet nur 10 Euro. Unglaublich. Das Gehäuse geht auch gleich mit raus, siehst du? Das ist richtig und praktisch. Diese eine richtig schöne Sache hier für 10 Euro. Das schreibt auch Monika D. aus Eichach. Sie hat geschrieben, dieses Gerät ist gigantisch. Möchte nichts aus meiner Küche missen. Mache oft Apfelstrudel oder Apfelkuchen. Vor allem Kinder lieben dieses Gerät, weil es so einfach zu bedienen ist und auch Spaß macht. Kleiner Tipp, Kinder essen dadurch mehr Obst und Äpfel. Mhm. Die Bestellnummer ist die PE 48 73 und die 569. Ja, wenn Sie die mit den Bestellnummern nicht ganz hinterherkommen, können Sie jederzeit auf pearl.tv schauen. Da haben wir die Produkte der letzten 2 Stunden inklusive dieser tollen 10-Euro-Show nochmal alle Artikel gelistet. Da können Sie auch direkt bestellen. Vielen Dank, Moni. Wir beginnen mit den einfarbigen, habe ich gehört. Ja, jetzt weiß ich schon, worum es geht. Das du war schon hier geht? Ein Bild, diese Weiß. Das sind super, super schöne Illuminationen für beispielsweise den Garten, ne? Für den Garten? Du musst das mal auseinanderfalten dann. Monika? Das ist solarbetrieben, brauchen Sie keine Kabel zu legen und keine Batterie. So ein kleines Mini-Feuerwerk quasi. Hoppala. Ganz genau. Oder Pustenblume. Ich glaube, ich habe hier die bunte Variante. Halt mal zu, das ist das Solarpanel, da müsste es ja angehen. Hier, aber Diana hat das Weiße. Variante fangen wir an. Warte mal, ich muss was machen. Ich hab Weiß. Juhu. So sieht das denn schön aus, wenn man sie richtig... Wenn man das richtig zurecht gemacht hat, ne? Wenn man das richtig zurecht gemacht hat. Das sieht ja wirklich aus wie so eine Pusteblume. Da sind ganz, ganz viele LEDs dran, die dann eben leuchten. Und gerade wenn es ein bisschen windig ist, wenn so ein leichtes Lüftchen weht, dann sieht das natürlich nochmal besonders schick aus hier. Wie Glühwürmchen. Ja, wie so Glühwürmchen. Sieht echt schön aus. Hast du schon mal Glühwürmchen gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Ich war ganz fasziniert. Ist toll, ne? Ja, und das hier sieht auch richtig schön aus. Auch romantisch. Also das draußen auf dem Balkon.
Bei mir zum Beispiel stelle ich mir das gerade vor, ja, doch, ist ein Hingucker. Das ist ein Hingucker. 120 LEDs sind da drin. Schauen Sie mal, wenn das im Wind so ein bisschen hin und her geht. Moni hat schon Geschmack. Ne? Moni hat Geschmack. Wenn Sie wissen, was für einen toll dekorierten Balkon die Moni hat, die weiß, wovon sie spricht. Unsere Gartensolar-Lichtdeko mit 120 warmweißen LEDs hat die Bestellnummer ZX7016 und die 569. Ist sogar wassergeschützt hier. Das heißt, das können Sie wirklich im Garten tun. Mal so als besondere Beleuchtung, so einen richtig schönen Effekt machen Sie hier. Ist auch kein Preisalarm, können Sie bis zu 5-mal bestellen. ZX7016 und die 569 ist die Bestellnummer für die warmweißen LEDs. Wir haben aber noch was für Sie vorbereitet, sehe ich hier. Das Ganze noch mal in bunt. Hier, für dich, Ingo. Und das sieht ja jetzt schon fast wie ein Feuerwerk aus, ne? Schön. Ja. Irre. Was haben wir hier dabei? Gelb, Rot, Blau und Grün. Irre. Auch hier 120 bunte LEDs. Auch hier Spritzwasser geschützt, dass Sie das einfach nach draußen tun können. Und dann können Sie hier richtig... Das sieht ja irre aus, Rebecca, oder? Ja, guck mal. Wie so ein Feuerwerk. Vor allem stell dir vor, der Wind weht. Ja? Und dann weht das so hin und her. Das ist richtig schön. Richtig schön. Vielleicht kann man es auch kombinieren. Hier, guck mal, wenn man die beiden nebeneinander das hält. Ist das Preisalarm? Nee. Auch so nebeneinander das bedeutet sehen die bis toll fünfmal. Aus. Wow. Richtig schön. Jedes können Sie bis zu 5-mal bestellen hier. Das bunte oder stell dir vor, du hast so eine schöne Pflanze, ne? Mit so schönen, vielen Blättern. Mhm. Und dann steckst du das einfach rein. Oh ja. Und dann leuchtet die Pflanze. Sehr schön. Sieht gute super Idee aus. Ganz ich meine, das hat Solarpanel. Das bedeutet, keine Batterie musst du wechseln. Ne? Ganz genau. Es geht dann automatisch an bei Dämmerung. Ist eine ganz, ganz tolle Idee hier. Also wirklich. Und dann leuchtet es bis zu 8 Stunden. Stellen Sie sich das mal vor. 8 Stunden bei Ihnen auf dem Balkon oder draußen. Hier diese wunderschöne Illumination. Bunt hat die Bestellnummer ZX7017569 und weiß ZX7016569. Die Dolores aus Wunstorf schreibt, man sollte es an einem etwas leicht windigen Standort platzieren. Aha. Die entstehenden Lichtspiele sehen fantastisch aus. Ja, das sind ja Lichtspiele schon, ne? Das sieht ja wirklich aus wie so ein schönes Feuerwerk. Es ist Feuerwerk. Was Besonderes, ne? Also ich glaube, das ist wieder einzigartig. So ein Klassiker. Das musst du jetzt gesehen haben. Musst du sagen, ach gut, dass ich eingeschaltet habe, hier bei der 10-Euro-Show direkt zuschlagen, weil man weiß nicht. 5-mal können Sie bestellen. Sonst, also ich habe es noch nie nirgendwo anders gesehen, ne? Ja, ich habe es auch noch nirgends gesehen. So. Ja, versuch das mal zu finden irgendwo. Das ist es, ne? Ich habe da bei Pearl TV so ein tolles Lichtspiel gesehen. Ja. Weil, haben wir nicht. Bitte schön. Danke, Moni. Cool, ja. Danke. So, was haben wir denn da? Speicher, Speicher, Speicher. Richtig. Oh. Und nicht wenig Speicher. Wow. Diana, ich gebe dir das mal. Also 128 GB. Genau. In diesem kleinen Stick. Wahnsinn. Weil da passen ganz, ganz viele Fotos drauf. Und Diana, du hast wahrscheinlich immer noch kein Backup von deinen Fotos vom Handy gemacht, oder? Nein. Wie viele Fotos hast du nochmal? 40.000 oder so. Ja, die passen da locker drauf, ne? Ja, also ich war jetzt in Urlaub und natürlich habe noch mehr. Aber ich muss dir sagen, hier steht, an diesem Stick kann 56.906 Fotos sein. Ja. Wow. Dann wird es mal Zeit für ein Backup, Diana. Und dann Video, 1920 Minuten Video. Boah. Und Lieder, 33.830. Das ist komplett... 1000 Lieder. Das ist eine komplette CD-Sammlung. Also mehr als eine. Das sind 3000 CDs, die darauf passen. Auf den kleinen Stick passen 3000 CDs. Überlegen Sie mal. Und das Ganze für 10 Euro. Memory-Sticks kann man immer brauchen. Ich habe einen in der Laptop-Tasche, im Büro, im Auto, in meiner Jacke immer. Und zu Hause habe ich auch noch bestimmt 2 oder 3 rumliegen. Weil die so praktisch sind. Wenn man mal Daten transportieren will, wenn man ein Backup machen will von irgendwas, von seinen Dokumenten auf dem Computer oder von seinen Fotos auf dem Handy, sollten Sie machen unbedingt diese Backups, weil wenn das Handy weg ist, sind die Fotos auch weg. Nochmal, machen Sie ein Backup davon. Ideal hier, 128 GB für nur 10 Euro, Markenqualität von PNY. Also preiswerter geht es wirklich nicht. 128 GB. Also ich habe auch immer so einen Notfallstick, so nenne ich das, wo ich die wichtigsten Dokumente einfach drauf tue, dass ich die nochmal da habe oder auch mitnehmen kann. Und zum Mitnehmen ist auch ideal, hier haben wir, glaube ich, noch so eine kleine
Einbuchtung für so einen Schlüsselanhänger zum Beispiel. Ne? Dann können Sie ganz einfach am Schlüssel hier, genau, ein kleines Löchlein. Da können Sie das dann ganz einfach auch im Schlüsselbund immer mit transportieren, weil die Situation kennt man. Ne? Da bist du gerade unterwegs oder hast jemand anderen, möchtest eben Dateien rübergeben, dann geben Sie einfach mal den Stick weiter. Ne? Weil 128 GB kann man nicht mal eben so verschicken per Mail, das geht nicht. Das haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Also da ist ganz schnell Schluss mit der Kapazität. Und deswegen bestellen Sie jetzt hier mit der Artikelnummer ZX4052 und der 569. Tolle Produkte. Also der Stick ist der Hammer. 128 GB für 10 Euro. Und Sie dürfen den bis zu 5 Mal bestellen, weil es kein Preisalarm ist. Das ist das Tolle hier. Die 10-Euro-Show lohnt sich wirklich für jeden. Richtig runtergesetzt, der Stick hier. Ja, es lohnt sich vor allem für jeden, weil für jeden auch was dabei ist. Ne? Ja, so viele verschiedene Produkte. So, wir gehen jetzt zum Thema Türklingeln. Eine kabellose Funktürklingel mit 2 Empfängern. Finde ich schön, dass die schwarz ist übrigens. Ja. Wie viele Melodien haben wir da wohl? 36 20. verschiedene Melodien haben wir drin. Das kann jetzt dauern. Das kann einen Moment dauern bei Diane. Ach, ich habe hier auch ein Lichtsignal, ne? Du hast ein Lichtsignal und du hast Tonsignal. Ja. Das heißt, wenn du den also es ist eine Klingel, die sie draußen irgendwo anbringen. Und wenn jemand dann klingelt, dann leuchtet der Empfänger und er macht einen dieser 36 Klingeltöne, die Sie einstellen können. Den haben Sie einfach in der Tasche dabei. Das heißt, wenn Sie auch mal im Garten sitzen, können Sie die Klingel hören. Wenn Sie ganz oben sind oder ganz unten im Keller, können Sie trotzdem die Klingel hören. 100 Meter Reichweite, das muss man sich mal überlegen. Geht durch Wände und Mauern, weil es Funk ist. Und dann kann man eben auch mal, wenn es leise sein muss, kann man trotzdem sehen, dass jemand an der Tür steht, weil es auch noch ein Lichtsignal hat. Unglaublich toll hier. Die Funkreichweite ist, wie gesagt, 100 Meter. Und weil 2 Empfänger sind, kann man einen irgendwo im Flur hängen und einen in der Tasche haben. Ah ja, gute Idee. Oder wenn man zu zweit wohnt, hat der eine den einen Empfänger, der andere hat den anderen Empfänger. Das ist auch immer richtig wichtig bei Paketen, weil die verpasse ich sonst immer, wenn ich irgendwie im Keller bin oder so. Oder im Garten oder auf dem Balkon beim Wäsche aufhängen. Stimmt. Und hier sieht man das. Dann packst du den ganz einfach in den Wäschekorb mit rein, dann kannst du dir sicher sein, dir entgeht nichts. Ja. Ja, oder wenn man, wir bügeln immer ganz, ganz oben bei uns im zweiten Stock, da hört man das Klingeln nicht, weil die Klingel ist natürlich ganz unten im Erdgeschoss. Aber wenn man dann Musik hört beim Bügeln oder so, dann hört man diese Klingel nicht. Und die sieht und hört man, kann man ganz einfach überall hin mitnehmen. Unglaublich praktisch. Oder vielleicht auch, was weiß ich so, wenn jemand bettlägerig ist, ne, dann gibt man dem die Klingel und nimmt den Empfänger mit und kann dann immer gerufen werden. Man ist immer erreichbar damit. Richtig klasse. Ich glaube, wir sind jetzt bei Ton 12 erst oder 13. Oh, was ist das denn? Das ist keine Vogel. Melodie. Der Gerd aus Klötze schreibt, dieses Produkt ist sehr gut aufgrund seiner großen Reichweite. Haben wir schon ein zweites Stück für einen Bekannten gekauft. Das ist also wirklich toll hier. Richtig klasse, diese Funktürklingel. Die Bestellnummer ist die NX5829 und die 569 für eine Klingel mit 2 Empfängern, Bild und Ton. Das mag ich ja. Was ist denn das? Ist es ein Hahn? Ich glaube schon, ja. Das war sie auch schon wieder, unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Wir hatten tolle Produkte. Oh, jetzt wird es romantisch und gemütlich, ne? Ich fand den Memory Stick toll und den Apfelschäler. Den Apfelschäler fand ich auch sehr toll. Und unser Licht hier, unser Feuerwerklicht. Unser Feuerwerklicht, was war dein Gefühl? Für mich diesen Halterung für Laptop. Mhm. Der Laptop-Kühler, ja, ganz, ganz wichtig. Gerade in der Hitze jetzt. Und für dich, Moni? Die Türklinge. Die Türklinge, ja. Oder auch das schöne LED-Glühwürmchen-Ding. Die Glühwürmchen. Ja, Sie haben mit Sicherheit auch was gefunden für sich. Schnell müssen Sie sein, Sie haben jetzt 2 Stunden Zeit zu bestellen. Also ran ans Telefon. Mua.